Servus, heute bin ich hier am Supercharger, weil ich mache heute meine Supercharger-Mitgliedschaft. Also das Abo, um hier die Ladestation zu nutzen. Vielleicht habt ihr es in meinem letzten Video gesehen. Ich fahre ja nach Holland, über 2000 Kilometer sind da geplant. Und da will ich einfach ein preiswertes und gutes Netz nutzen und habe mich im letzten Video einfach auch für das Tesla-Abo entschieden. Also bin ich heute hier, um einfach mal die Mitgliedschaft hier abzuschließen. Ja, das geht über die App, das könnte ich auch zu Hause. Aber ich will es natürlich auch gleich ausprobieren. Und was mich interessiert ist zum Beispiel, wie leicht geht es abzuschließen? Kann man sofort danach auch die Mitgliedschaft nutzen? Muss man jetzt vielleicht schon wieder kündigen, damit man das auch nur einen Monat hat? Wie sind die Preise? Werden die gleich entsprechend angezeigt? Wie sieht die Rechnung aus? Und am Ende der Reise interessiert mich natürlich auch, wie viel habe ich geladen? Hat alles gut geklappt und solche Sachen. Meine Ladungen protokolliere ich alle mit Dronity und ist ein Tool, das kann die Ladungen, die Fahrten protokollieren. Ich habe da in der Beschreibung vom Video habe ich Links dazu zu Videos, wo ich das erkläre, und dort findet ihr auch einen Code, wo ihr mit ihr Dronity zu 25% Rabatt abschließen könntet. Und am Ende meiner Hollandreise will ich das alles auch mal bewerten oder zusammenfassen, wie der Monat mit Tesla so war. Also wenn euch das interessiert, dann schaut einfach wieder rein oder lasst einfach ein Abo da. Der Supercharger hier ist in Hemsbach, das ist nicht weit von mir. Ich habe da drei in unmittelbarer Nähe. Ich habe jetzt den genommen, weil hier einfach viel frei ist. Und jetzt schaue ich mal direkt in die App und gucke, wie das geht mit dem Supercharger Mitgliedschaft abschließen. Du solltest natürlich vorher die Tesla-App installieren, das habe ich schon gemacht und habe auch schon eine Zahlungsweise hinterlegt. Dann einfach mal auf Aufladen ihres Elektrofahrzeugs drücken. Nicht falsch drücken, sonst hast du vielleicht schnell ein Model 3 gekauft. Wäre auch nicht verkehrt. So, und hier sehen wir jetzt, wo ich bin. Ich mache es einfach mal größer. Ich bin hier in Hemsbach. Da sind wir. Und schauen wir uns mal die Konditionen an. 12 von 12 sind verfügbar. Ja, ich blockiere zwar einen, aber ich lade noch nicht. Und hier unten stehen auch die Preise. 58 Cent und 65 Cent. Das sind die unterschiedlichen Zeiten, wo da sind. Also 65 Cent kostet einfach ab mittags um 4, so wie ich das hier sehe. Und weniger zahlen bei Mitgliedschaften, weitere Informationen, da drücken wir direkt mal drauf. Supercharger Mitgliedschaft 12,99 Euro pro Monat. Und ihr habt es gesehen, mein Preis wird sich dann reduzieren von 58 Cent auf 43 Cent außerhalb dieser Stoßzeiten. Ja, das will ich. Also einfach mal drücken, jetzt beitreten. Er fasst das alles nochmal zusammen, meine Rechnungsadresse, meine Zahlungsmethode, 12,99 Euro, ja, und Mitgliedschaft beginnen. Ja, bitte. Ich bin drin. Also das war jetzt wirklich schon mal super einfach, ging super schnell, ohne Probleme. Jetzt bin ich natürlich noch gespannt, ob es auch ab sofort gilt. Das heißt, ich werde hier gleich mal noch Probe laden. Was mich aber interessieren würde, hast du schon mal so eine Einmonatsmitgliedschaft gemacht? Also die Frage ist natürlich an die Nicht-Tesla-Fahrer. Hast du das schon mal gemacht bei Tesla? Warst du zufrieden? Warum hast du es gemacht? Hast du eine lange Reise gehabt oder hast du die Ladestation einfach bevorzugt? Würde mich wirklich mal interessieren, wie deine Erfahrungen sind mit so einer Tesla-Mitgliedschaft. Und schaut mal da oben das Schild. Zugänglich nur für Tesla-Fahrer während der Ladezeit. Naja, ich bin zwar immer noch kein Tesla-Fahrer, aber irgendwie bin ich jetzt auch Mitglied. Ich ignoriere es. Ich habe auch schon eine schöne Ladesäule rausgesucht. Hier steht mein ID3. Und jetzt werden wir einfach aber zuerst mal in die App gucken, wie das hier alles geht mit dem Laden. Ich glaube, man muss zuerst in der App freischalten. Ja, sonst geht es hier auch gar nicht raus. Jetzt machen wir mal die Probeladung. Also hier mal anklicken, unseren Standort. 5 von 8 Stationen sind verfügbar. Und er hat mir hier auch die 44 Cent stehen hier. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Dann sage ich mal hier aufladen. Und ich stehe am Stecker 1A. Und hier steht auch, erst einstecken, dann Säulennummer auswählen. Allerhopp, dann machen wir mal das. So, schön aufräumen, aufmachen. Und ja, einfach rausziehen dann, ne? Ah ja, geht ja doch. Ich war da vorhin einfach zu zaghaft. Ach, ist der Stecker schön leicht. Ey Leute, ist wirklich ein Vergnügen. So, und rein damit. So, klappt auch gut.
und weiter geht's in der App. Die App ist immer noch auf, dann drücken wir mal direkt die 1A. Starten den Ladevorgang, das sieht auch gut aus. Bleiben wir mal noch auf der App, wie es da aussieht. Zum Starten einstecken, na, habe ich doch gemacht. Nach dem Einstecken kann es bis zu 2 Minuten dauern, bis der Ladevorgang bestinkt. Naja, dann gehen wir noch mal raus und wackeln noch mal dran, ob ich das alles richtig gemacht habe. Aber vielleicht dauert es einfach auch noch ein Momentchen. Oh je, ich habe hier ein rotes Licht. Ich weiß nicht, ob ihr es hier auf dem Video seht. Das ist jetzt hier rot. Also es hat irgendwie nicht funktioniert. Dann brechen wir einfach ab und probieren es nochmal. Jetzt mache ich es vielleicht dann doch andersrum. Erst freischalten und dann einstecken. Alla hopp, dann wählen wir die Säulennummer aus, die 1A. Starten. Zum Starten einstecken. Ja, dann machen wir es jetzt mal so rum. So, steckt drin, blinkt auch wieder weiß. Bei den anderen Säulen, also Alpitronic und so, wo ich normal lehne, da hört man es dann immer in der Säule knacken, aber das ist eher nicht der Fall. Und ich habe ja schon mal bei Tesla geladen, ganz am Anfang, wie Tesla geöffnet hat für Nicht-Tesla-Autos. Und da hat es eigentlich sofort geklappt, aber ja, so ist es jetzt halt mal. Vielleicht hängt es irgendwie mit einem Abo zusammen. Ich weiß es nicht. Einfach mal abwarten. Eine andere Säule nehmen? Nee, ne? Es muss schon irgendwie gehen. Also einfach mal warten. Ich kann ja noch mal die Zeit auf die App gucken. Eben sieht es besser aus. Ladevorgang wird initialisiert. Ja, ich habe ja einfach noch mal abgebrochen und noch mal gestartet, aber ohne rein und raus zu stecken. Jetzt sieht es hier auf dem Handy besser aus. Mal gucken, was jetzt hier draußen die Säule macht. Nee, ich bleibe jetzt sitzen. Und es hat doch auch mal geklackt jetzt hier. Oh, jetzt passiert was. Ah, schaut's euch an. Ladevorgang gestartet. Fortschritt des Ladevorgangs. Ja, ich habe 60%, ich habe sehr viel drin. Ladegebühren 0 Euro bis jetzt. Und er fängt an zu laden. Alla hopp, lassen wir es mal laufen. Also ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt zwischenzeitlich falsch gemacht habe. Ich habe es ja dann nochmal probiert, immer abwechselnd. Aber letztendlich ging es jetzt, ich habe es einfach nur reingesteckt und gestartet und dann ging es gleich. Ich weiß nicht, was da bei den ersten 2, 3 Versuchen falsch gelaufen ist. Bin gespannt, wie sich das jetzt hier auf dem Roadtrip ist. Ich schätze mal irgendwie, es war mein Fehler. Vielleicht habt ihr es auch gesehen, wo der Fehler war. Dann könnt ihr das ja auch drunter schreiben. Hier im Auto sieht auch alles gut aus. Er lädt, naja, mit 25 kW, aber er ist ja auch ziemlich voll. Und ich will auf, ja, knapp über 80% laden, sodass ich mit 80% zu Hause ankomme, dass wenn ich morgen losfahre Richtung Holland, dass ich dann mit 80% Stöhn starten kann. Aber eine Ladegeschwindigkeit jetzt hier von 26 kW, das ist ja wirklich nicht so arg flott. Naja, ich lade einfach mal weiter. Aber Gott sei Dank bin ich ja hier nach Hemsbach gefahren. Hier gibt es nicht nur die schönen Lader, sondern hier geht's, kann man es lesen, gibt es auch eine Charger Lounge. Und der Eingang ist um die Ecke. Hinter mir ist nämlich Gigamod, die haben so coole Autos und Tuning-Sachen und so, da war ich auch schon mal. Die haben gesagt, ich soll doch mal vorbeikommen, jetzt ist endlich auch mal wahr geworden, aber heute ist Sonntag, wahrscheinlich ist gar niemand da. Aber ich schaue mir jetzt trotzdem mal diese Charger Lounge an, was es da überhaupt alles gibt, da war ich noch nie drin. Aber jetzt, ich lade, bin Supercharger-Mitglied, also darf ich da wohl ganz legal heute rein. Man muss ja Gott sei Dank nicht weit laufen, ich zeige dir das mal. Hier ist mein Laden, der ID3, hier sind jede Menge Supercharger. Und hier ist direkt schon, hier sind diese Tesla Stromdinger. Und hier geht es auch direkt zur Lounge. Die Lounge ist geöffnet, 24 Stunden. So, hier geht es eine Treppe hoch. Oh, ich sehe schon, das seht ihr bestimmt auch gleich auf dem Video. Das sieht ja mal cool aus. Hier sind so Sessel, noch mehr Sessel, noch mehr Sessel. Da vorne ist ein Spieleck. Ja, so einen größeren Tisch. Und hier gescheiter Kaffeemaschine. Kann man einfach mit Karte zahlen. Tee-Ecke. Bisschen Werbung. Und hier könnt ihr mal runter gucken.
habe ja gesagt, das ist hier Gigamod, was die hier machen, die reparieren, tunen, ich weiß es nicht genau. Schaut es euch einfach mal an, Gigamod im Internet. Also wenn ich wieder die Wahl habe, ob ich nach Viernheim fahre oder nach Heddesheim oder hierher, dann fahre ich lieber nach Hemsbach. Echt eine tolle Lounge. Im Erdgeschoss habe ich auch noch ein WC entdeckt, Herren und Damen. Also ist wirklich toll. Noch ein schönes Gespräch geführt oben, treffen sich die Fahrer. Aber ich habe jetzt hier 82%, wird Zeit, dass ich abstöpsle. So, das reicht mir. Wenn ich zu Hause bin, habe ich knapp 80%. Dann drücken wir hier mal auf Ladevorgang stoppen. Ladevorgang gestoppt bei 12.08 Uhr. Blockiergebühr vermeiden. Ziehen Sie den Stecker und bewegen Sie Ihr Fahrzeug. Alles klar, Tesla. Vielen Dank. Grüß dich, Elon. Gibt auch noch ein paar Besonderheiten zu beachten. Will ich natürlich auch hier noch schnell erwähnen. Ja, man muss auch mit einem Nicht-Tesla Strafgebühren zahlen, wenn er voll ist und man bleibt angesteckt. Und, das wusste ich vorher auch nicht, man darf am Tag nur 5-mal laden. Ja, 5 ist natürlich eine riesige Zahl. Ich komme morgen wahrscheinlich auf 3, da ist meine längste Strecke nach Papenburg. Hätte ich auch 2-mal laden Luft, aber sollte man auch wissen. So, das war's. Es hat alles gut geklappt. Naja, ihr habt ja gesehen, eine kleine Bug. Hier ist auch jetzt mehr los. Hier sind jetzt 4 Teslas. Und ja, lass das Abo da, wenn du mich in Hilton sehen willst, weil da freue ich mich schon richtig drauf, da morgen ja, was zu essen.